So, wie gesagt, in Säure stehst du. Was machst du? Wherever you go, there you are. Also ein Verarsch-mich-Porter. Der hätte uns auch in den Tod porten können. Also indem wir uns mitten irgendwo reingeportet hätte. Und ja, das Buch lasse ich mal unberührt. Wir sollten uns nur merken, dass es dort ist. Also ihr nachher seht, wo hier was aufploppt. Oh, hi. Außer die hier natürlich. Wir haben es immer so nicht mit dem Sterben irgendwie. Hier drin ist nichts. Keine Truhe, nichts. Okay. So, da wäre eine Tür, die wir öffnen können. Da ist ein einzelner Mannequin, der nicht überleben möchte. Ah, Potion of Mana. Und auf der anderen Seite gibt es auch noch ein bisschen was. Also ja, es gibt jede Menge Gegner. Naja, kommt hier. Scroll of Golem. Bastardschwert. Ein nerviger Schütze. Ein Dutzend Fässer später. Ja, sehr viele Healing Potions. I cannot carry anymore. Okay, dann bin ich durch Säure gelaufen. Gibt's hier nichts mehr? Nur Gold. Haben Sie mit Hellfire auch die Körper säurig gemacht oder war das Säure, die ich übersehen habe? Keine Ahnung. Gebe ich gern zurück, ich habe gerade keine Ahnung. Ich höre nur hysterisches Lachen. Ja, und da auf der anderen Seite ist übrigens die Hall of the Blind. Und der Weg nach unten ist hier. Da. Oh ja, okay, wenn sie sterben, droppen sie jetzt auch kurzzeitig in den Säurepool. So, weg mit dir erstmal. Nervt nämlich nur. So, dann gehen wir mal kurz hier runter. Gehen wieder hoch. Ja, das ging schnell. Also ja, mit Level 18 sind wir auch schon durch. Pff. Nein, Spaß. So, deswegen haben wir jetzt mal die Hall of the Blind. Also das ist das hier.
Das, was fast aussieht wie eine sehr verwurstelte 8. Und wir machen lieber hier die Tür zu. I can see what you see not. Vision milky, then eyes rot. When you turn, they will be gone, whispering their hidden song. Then you see what cannot be. Shadows move where light should be. Out of darkness, out of mind, cast down into the halls of the blind. Ja. Jetzt sind die Halls of the Blind offen. Türen sind erschienen. Aber bevor wir die betreten, erstmal einen Weg zurück in die Stadt. Also erstmal wieder hier hinlatschen. Dann haben wir ja noch gar nicht nochmal mit dem Farmer geredet. Also, Tomboten. Und ja, ich lasse Heiltränke mal hier zurück. Eigentlich heißt so, was ich an Heiltränken mit mir führe. So, also hier im Inventory. Lass den Goldhaufen hier. Noch ein Blacksmith Oil. Noch eine Potion of Visualization. Das Gold kann hier hin. Tampot und Identify Scroll, die können wir eigentlich auch mal hier oben bei den Heiltränken rauswerfen. Hello, my friend. Stay a while and listen. You recite an interesting rhyme written in a style that reminds me of other works. Let me think now. What was it? Darkness shrouds the hidden, eyes glowing unseen, with only the sounds of razor claws briefly scraping to torment those poor souls who have been made sightless for all eternity. The prison for those so damned is named the Halls of the Blind. Also ja, die Halls of the Blind sind ein Ort, in dem Leute entführt wurden, ihnen die Augen rausgekratzt wurden und für alle Ewigkeit doch verdammt wurden. What can I do for you? So, bald. Was hat der Rest zu sagen? The curse of our king is past, but I fear that it was only part of a greater evil at work. However, we may yet be saved from the darkness that consumes our land, for your victory is a good omen. May light guide you on your way, good master. Okay, das war jetzt noch der Abschluss von Leoric. Greetings, good master. Welcome to the Tavern of the Rising Sun. Also Ogden hat uns gedankt, dass wir Leoric besiegt haben und dass wir es vielleicht schaffen, die Dunkelheit zu besiegen. I never much cared for poetry. Occasionally I had calls to hire minstrels when the inn was doing well, but that seems like such a long time ago now. What? Well, I suppose you could see what someone else knows. Ja, hat keine Ahnung von diesem Reim, also den wir da über die Halls of Blind gefunden haben. Hat nur Barden immer angeheuert für sowas. Good day. How may I? If you have questions about blindness, you should talk to Pepin.
I know that he gave my grandmother a potion that helped clear her vision. So maybe he can help you too. Ja, sie sagt nur, wir sollen zu Pepping gehen, wenn wir Probleme mit unserer Sehkraft haben. Ich glaube nicht, dass das eine was mit anderen... Oh, Down to Caves. Wir haben das bereits geöffnet. Psst, over here. Let's see. Am I selling you something? No. Are you giving me money to tell you about this? No. Are you now leaving and going to talk to the storyteller who lives for this kind of thing? Yes. Ja. Wirt will nur Geld machen. Nein. Nicht runter in die Caves. Garantiert nicht runter in die Caves. What ails you, my friend? This does seem familiar somehow. I seem to recall reading something very much like that poem while researching the history of demonic afflictions. It spoke of a place of great evil that... Wait, you're not going there, are you? Ja, hat schon mal darüber gelesen, als sich über Dämonen schlau gemacht hat. Will aber nicht, dass wir da hingehen. And a fellow drinking peace? Oh, dear. That's pretty funny, huh? Get it? Blind? Look here! Ja, der arme Farnum hat auch nicht wirklich was darüber zu sagen. Außer komische Witze. Wow, what can I do for you? I'm afraid that I've neither heard nor seen a place that matches your vivid description, my friend. Perhaps Kane the Storyteller could be of some help. Okay, verweist mich wieder an Kane, also Deckard Kane. Wie sieht's eigentlich aus? Was hast du noch zu sagen? I heard the explosion from here. Many thanks to you, kind stranger. What with all these things coming out of the ground, monsters taking over the church and so forth, these are trying times. I'm but a poor farmer, but here, take this with my great thanks. Also er ist uns dankbar. Mehr hat er auch nicht für uns. Double Gold Capacity. I cannot cast that here. I cannot cast that here. Ja, okay. Legen wir es einfach mal an. I sense a soul in search of answers. Was hat sie noch zu den Holz? This is a place of great anguish and terror, and so serves its master well. Tread carefully, or you may yourself be staying much longer than you had anticipated. Ja, wir sollen uns in den Halls of the Blind vorsehen, nicht dass wir auch ein Insasse werden. Aber für was soll das Amulett jetzt gut sein? Können wir jetzt ein Tausender-Stack machen? Ja, Tatsache. Aber auch nur, solange wir das Ding tragen. Na gut, besser als nichts gerade. Oh, und ich war bei Adria und habe vergessen, Zeug zu verkaufen. I sense a soul in search of answers. Ja, Skull of Golem und Skull of Nova können weg. Was ist noch was hier? Nee. Nur noch die Skull of Healing und die wollten wir ja behalten. So. Okay. Das heißt, wir können speichern oder uns in die Halls of the Blind begeben. Ja, aus den Halls of the Blind kommen nämlich die Jungs hier raus. So, damit mir keiner aus Versehen abhanden kommt hier. Von den Illusion Weavers. Die nämlich jetzt einfach hier rausmarschiert kommen.
So. Hier sind zwei Kammern, die wir hier sind aber auch noch mehr Duschen, wie was die wär's war. So, in der Kammer ist ein Amulett. Hallöchen, noch jemand hier. Ja, sicherheitshalber sollten wir alles noch mal ein bisschen abgehen, nicht dass sich hier wo einer hin verirrt hat. Sieht aber nicht danach aus. Sieht so aus, als hätten wir schon alle erwischt. Eine von den Säulen hat's rausgeschaut. So, und damit haben wir die Quest auch schon geschafft, indem wir das Optic Amulet gefunden haben. Damage vom Amulet plus 5 to Magic, ja. Ist nützlicher als jetzt das Gold. Zu verdoppeln. So, und hier ist nichts drin. Gut. Ja, das heißt, wir haben die Hearts of the Blind auch abgeschlossen. Keiner hat eine neue Quest für uns. Okay, Tale of the Three. Mal wieder, glaube ich. Gut, dass wir das gekriegt haben. Oder dass ihr nirgendwo hinrennen könnt. Kann ich euch nämlich kaputt hauen. So, Level up. Erstmal noch mehr Stärke. Also noch ein Level auf jeden Fall auf Stärke, damit wir 60 erreichen. Aber das ist nur eine normale Wingmail, die brauchen wir nicht. Ja, hier ist eine geschlossene Tür und da geht's weiter. Gucken wir uns erstmal Tale of the Three an. Glory and approbation to Diablo, Lord of Terror and Leader of the Three. My Lord spoke to me of his two brothers, Mephisto and Baal, who were banished to this world long ago. My Lord wishes to bide his time and harness his awesome power so that he may free his captive brothers from their tombs beneath the sands of the East. Once my Lord releases his brothers, the Sin War will once again know the fury of the Three. Ja, das hatten wir schon mal, dass Diablo seine beiden Brüder befreien will. Ah, das scheint ein kleines Kämmerchen zu sein. Gucken wir da mal rein. Kleines Kämmerchen voller Bogenschützen.